Dum-dum-dum-dum. Tag 23. Dum-dum-dum-dum. You have better call somebody. Ja, willkommen zurück bei Pineview Drive. Ich drehe langsam durch. Aber viel kann man da nicht mehr kaputt machen, dann machen wir weiter. So. Wer so sagt, hat noch nicht viel gemacht heute. Und darum werde ich jetzt mal hier... Ich will nicht wieder rausgehen, kann mir nicht vorstellen. Boah. Ach, naja, Mann, ich habe überhaupt keine Ahnung, ey. Wie so oft. Nein. Nein. Oh, hier ist auch noch was zu, ey. Das ist krass. Unten die Scheißtür. Wenn man das wenigstens so nacheinander alles aufmachen... Na gut, das wäre auch langweilig. Wenn man sagen könnte, gut, ich habe unten alle Türen offen. Ach ja, wenn der blöde Jumpscare mit der alten wieder kommt, ja. Und ich fast einen Herzinfarkt kriege, dann spiele ich trotzdem weiter, aber... Mann, dann raste ich aus. Scheiß hier. Nein. Wo ging es denn hier nach oben wieder? Ah, hier. Gehen wir mal wieder was Clown slash Fernsehzimmer. Oh, ich war nicht der. Das meine ich damit. Wenn eine Sache kommt, ist die andere nicht weg. Also am Ende hier haben wir hier den Clown rumlaufen. Wir haben die Vogelscheuche draußen rumgeistern und die Alte tanzt hier rum. Also wir machen hier eine richtige Party mit uns. Sag doch, die ist auch weg. Was? Oh Gott. Provozierst aber auch jedes Mal, ne? Jetzt habe ich extra Leben verloren, weil ich das unbedingt geil finde. Unbedingt sehen wollte. Na du Arsch. Findest du geil den Platz hier, ne? Findest du geil. Naja, das wäre jetzt zu krass, wenn dreimal hintereinander irgendwie... Ja, wo sind sie denn hin? Ja, wo sind sie denn hin? Da oben fliegen sie wieder rum. Die Gargoyles. Ja, es ist so doof. Und er macht wenigstens... Wenn er wenigstens einen Kommentar dazu machen würde. Oh mein Gott! Die Gargoyles fliegen... Das ist eigentlich das Krankeste, was hier passieren kann. Wenn man hier immer Geistererscheinungen sieht, dann kann man blöderweise noch sagen... oh mein Gott, ich habe einen Knacks an der Birne. Aber wenn hier Gargoyles rumfliegen, siehst du, willst du das erklären? Ja. Egal. Auch nichts Neues im Kühlschrank. Kein Bier. Doch jeden Tag schlimmer, ey. Vielleicht können wir mal irgendwann aufs Dach oder so. Nein. Uhrenzimmer ist auch noch zu. Ich weiß noch am Anfang, wo wir mal, was weiß ich, 4 Schlüssel auf einmal hatten oder so. Jetzt rennst du jedem einzelnen Schlüssel hinterher. So. Ich will die Alte wieder filmen. Diesmal war sie nicht da.
Oh Gott, das ist ein schlechtes Zeichen. Das ist echt ein schlechtes Zeichen. Vielleicht sollte man sich das merken, dass sie jetzt jedes Mal da durchgeht. Und wenn man die nicht sieht, dann kommt sie jetzt direkt hier an. Das hier. Ist ja zu, die Tür, stimmt. Was, war die zu? Ich will merken, Alter. Muss ich mir merken, dass hier oben noch eine Tür zu ist. Ich habe sowas von keinen Bock auf diesen scheiß Jumpscare, ne? Aber null. Ah ne, hier waren wir ja schon. Auch zu. Hier war offen. Was denn? Oh! Hallo! Wow! Wo ist denn hier die Kerze? In dem Raum. Gibt's keine. Hier durch. Was habt denn ihr vor, ihr Schweinehunde? Das Klamotten hier. Ah, Schlüssel. Nein. Batterien, Batterien, Batterien. Und eine Notiz. Und ein Schlüssel. Ich glaub's ja nicht. Wir finden einen Schlüssel. Oh! Huhu. Linda hatte einen totalen Nervenzusammenbruch. Ich muss sie hier wegbringen, egal wie. Wir müssen hier raus. Ja, kein Wunder. Das ist ja auch abgefuckt hier. Oh yeah, Tag 24. Ich versuche mal so schnell wie möglich durch die helle Bude zu rennen. Mir die Batterien zu schnappen, die vorher nicht hier lagen. Lol. Und diese scheiß Tür zu finden. Guten Tag. Ne, die ist ja draußen, die Vogelscheuche. Leck mich. Schachung, das ist der Raum. Vorratsraum. Zeichenraum? Ich kenne schon die Räume auswendig. Also man kennt sich ja echt im Haus aus. Irgendwann. Jawoll! Endlich mal diese scheiß Uhrentür offen. Hey, waren wir hier schon? Sag mir nicht, das war nur ein Verbindungsschlüssel. Ach nö. Na gut, der gibt Sinn, aber... Gut. Hätte mich auch gewundert, wenn wir mal so schnell wieder einen Schlüssel finden, weißt du? Also mit der Notiz zusammen. Das sind ja meistens so Schlüssel, die irgendwas aufmachen. Vor allem die Batterien sind alle wieder da. Wie geil ist das denn bitte? Kann ich richtig rumschludern jetzt? Oh, hab doch mal vor den Klingeln keine Angst.
Die Alte kommt einfach nicht mehr wieder. Die Alte kommt einfach nicht mehr wieder. So, machen wir hier nämlich Folgendes. Den an, den Kerze und die Streichhölzer mit denen. Wo war der voll? Und ich weiß, dass ich da oben schon war. Ja. Naja, hier wird nicht nochmal ein zweites Mal was sein. Schon wieder? Die sind alle gespawnt, glaube ich. Ist ja verschärft, ey. Nur Schritte hört, ey. Ich glaube, in so Miniräumen passiert nichts, also. Was heißt Miniräume? Räume, die wirklich nicht wirklich eine Bedeutung haben. Ach, Mann. Die lagen ja eigentlich auch Streichhölzer rum, ne? Ne, die sind nicht da. Dann spawnen die irgendwie nach. War der Batterienmann, der hat uns die Lieferungen gebracht. Das war Amazon Prime, war das. Aber mal ehrlich, wenn hier in jedem Raum eine Schale Obst zu stehen hätte, das schaffst du doch ja auch nicht. Ich muss doch zwangsläufig vergammeln, außer es ist wirklich nur Wachs. Und Deko. Deko-Obst ist so dumm. Ich würde mir ein Deko-Würstchen hinstellen und so, ein Deko-Schnitzel. Und dann würde ich darin beißen, wenn ich Hunger hätte, das ist auch nicht gut. Das wär's doch mal. Deko-Fleisch. Eine schöne Wachsbrutzler da hinzulegen. Ist doch bestimmt ansehnlich. Aber wäre trügerisch. Da macht's keiner. Mensch, Alter, trennt sich schon wieder am Kreis. Jetzt hau er den Tipp raus. Ich weiß sowieso nicht, wo ich lang muss. Ich kann jetzt hier jeden Raum durchsuchen. Wie mein Fernsehraum, da ist sowieso die meiste Scheiße los. Er ist wieder weg. Nö. Guck ich nicht hin. Bringt doch nichts. Da ist noch eine Streichholzpackung. Hä? Hier was? Oder bilde ich mir das mal nur ein? Ja gut, die Schritte habe ich mir nicht eingebildet. Dreischalzer? Clown, bist du hier? Weil die Lümmeltüte rennt ja auch noch rum. Mit seiner scheiß Drecks-Lache. Mann. Gib mir jetzt einen Tipp. Wo soll ich denn jetzt wissen, wo ich hin will? Wow. Mann. Hä?
Oh ne, jetzt war noch ein Schatten. Oh, diese dumme Dreckskatze. Ich habe zwar sonst nichts gegen Katzen, ey, aber bei der hier wurde ich nach Hause. Ich habe das Gefühl, da kamen Schrittgeräusche aus dem Pflanzenzimmer. Ich war doch im Pflanzenzimmer, du räudiger Bastard, Alter. Das gibt's da wohl nicht. Ah, ich raste aus. Ich habe da nicht gleich alle Pflanzen angeguckt. Ich bin da durchgerannt, weil ich die Schritte gehört habe draußen. Stimmt. Aber Alter, meine Fresse. Vor allem Schritte aus dem Pflanzenzimmer. Leck mich am Arsch. Ja. Ich werde das Pflanzenzimmer jetzt aber nicht auf Anhieb finden. Das ist dick klar, Freund, oder? Oder doch? Ich muss auch jedes Mal in so eine passive Verteidigungshaltung gehen, falls die Alte jetzt hier wieder ankommt. Also hier die Jumpscare-Schlampe. Jumpscare-Schlampe. Genau, so heißt die jetzt. Jumpscare-Schlampe. So, wo ist denn dieses abgeschönte Pflanzenzimmer? Ich weiß noch, wie die Tür aussieht, aber das war's auch schon wieder. So. Ist nicht. Spinnen. Gut, das schreckt mich jetzt nicht vom PC. Ich meine, würde jetzt in der echten Spinne langlaufen. Würde ich schreiend davonlaufen. Ich hasse Spinnen. Ja, ich will jetzt aber auch einen Schlüssel haben, ne? Ist klar. Ah. Danke. Trotzdem sieht mein Leben nicht mehr so frisch aus. Und schon wieder eine Batterie leer. Ich krieg's mal hin. Oh, schön. Noch ein Schachbrett. Mann, die haben Knack. Die haben echt Knack hier. Zwei Schachbretter. Das ist natürlich unmöglich. Noch ein Fernseher. Was für einer. Das ist bestimmt ein Pony oder ein Samsung oder so. Ich erinnere mich an ein Foto. Darauf war etwas Böses zu sehen. Ich muss es finden. Etwas Böses? Tag 25. Warte mal, wenn er Bild böse, eigentlich ein Zeichenraum, oder? Ich versuch's einfach mal. Vielleicht bringt der Tipp ja was. Nee. Es reicht aber nicht, wenn man die Dinger aufmacht. Man muss ja dann auch hier rumlaufen und gucken. Wenn man es im Pflanzenzimmer gesehen hat, ich war zwar im Pflanzenzimmer, aber das wurde erst getriggert, als ich da nach vorne geguckt habe und in der Ecke stand. Oh Gott, was ist denn jetzt hier schon los? Hier ist nichts. Spielzimmer? Nee, das glaube ich nicht. Arbeitszimmer oder so. Wie schick ist das hier alles? Aber ich würde auch nie mit dem Rücken zur Tür arbeiten wollen. Das kann ich irgendwie nicht. Ich muss immer sehen, wer reinkommt. So, ja. Ach, halt deine Fresse. Erschreckt mich so gar nicht, ja, das Klingeln. Überhaupt null. Schlimmer fände ich, wenn ich hier irgendwelche Zombien dann nur so durch die Wand laufen siehst. Das finde ich schlimm, aber das stört ihn ja nicht hier.
Meister hier. Ah, ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir echt gedacht. Ah, hier ich bin wieder Batterien drin. Schön. Ist hier was Neues? Nö. Ich wollte zum Malzimmer, ne? Oder zum Zeichenraum oder zum Künstlerraum oder wie auch immer. Mal die Spieluhr an. Das regt aber kein Live oder sowas, ne? Es muss doch irgendeinen Sinn haben, das Teil, ey. Das zögert gleich den Tipp raus. Hab ich gut gemacht. Irgendwann machst du hier... Spieluhr an und dann kommt das Slayer oder so. Das wäre geil. Das wäre doch mal eine Spieluhr, die mir gefällt. Hallo? Bonjour. Oh Gott, ich fange schon an Französisch zu sprechen. Ich bin verdammt. Alter, was ist das denn? Wow, was ist das denn? Hoho, und das ist ein Schatten. Hoho. Ey, guck mal, wie das aussieht. Wie eine gebückte Höhlenmenschenfrau mit einem Riesenpimmel. Ey, was ist das denn, Alter? So. Ich bin am Ziel angekommen. Nicht böse. Nicht böse. Nicht böse. Nee. Tja. Dachte ich zumindest, dass ich jetzt hier hin muss. Wegen Bild und wegen dem komischen gebückten Pimmelklauster. Auch hier rennen. Ah ne, ist nur der Flur. Ach Mann, ey, das finde ich immer scheiße. Du musst wirklich warten, bis dein Tipp raushaut. Ich kann noch mehr Räume durchsuchen, ja. Ach Mann. Fick dich, Alter. Oh, mit dem habe ich gar nicht gerechnet jetzt. Erstmal das Herz rauskotzen. Meine Fresse, du Schwein. Oh, ich muss mir ein bisschen besser umgucken hier. Sonst sagt es am Ende. Och, da war was im Badezimmer. Ich war doch eigentlich drin. Ich würde doch so gerne mal zum Friedhof, ehrlich gesagt. Aber ich kann mir vorstellen, dass man den Schlüssel im Dark 30 findet. Weil Friedhof hat sowas, ja, Finales. Ich habe echt keinen Blassen, wo ich hin muss. Mann, jetzt hau deinen scheiß Tipp raus. Nee, hier war ich ja auch schon. Ham, 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 ham. Von hier bin ich, glaube ich, gekommen eben, ne?
Ja, ja. Ach, Junge. Nee, hier war der Clown. Nee, war er nicht. Ach, ich gehe mal nochmal ganz unten. Clown, bist du hier? Ich hätte mir ganz noch schön Kamin angemacht hier. Und dass der Mann nicht auf die Idee kommt, das Licht anzumachen, ne? Irgendwie mal hier von wegen, ja. Alter! Die Vogelscheuche draußen wieder, wa? Scheiße! Die gibt's ja auch noch. Moment. Der ist so scheiße, der Typ, ey. Pass auf. Ey, du bist so reu, du bist reulig, bist du. Nur meine Arschbacken gegen das Fenster pressen, schon will er da ran. Perverser Bastard. Die Gargoyles sind auch wieder dran. Du hau einen Tipp raus, ey, ich werd langsam wahnsinnig hier. Macht ein bisschen Spaß, den zu ärgern irgendwie. Jetzt habe ich wieder was verschieben gehört. Mich ganz kurz mal in der Halle hier um. Ust auf den Sack. Ah ne, von dir sind wir gekommen. Keine Angst, ich weiß das. Ha, ha, ha. Das kommt der Clown. Ich habe das Gefühl, ich sollte mich nochmal im Esszimmer zum Hof genauer umsehen. Esszimmer zum Hof. 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 Das hier? Nee, das ist kein Esszimmer, das ist das ist die Küche. Was war denn das? Hab ich grad in der Schnauze gekriegt oder so? Esszimmer zum Hof. Das hier. Das ist das Esszimmer zum Hof. Batterien. Hier. Hier war doch gar nichts. Das kann doch gar nicht sein. Hier war doch nicht mal ein Effekt, irgendein Grusel oder so. Das war doch einfach nur hier ein Schlüssel auf dem Holz, auf dem Tisch, auf dem Stuhl. Hä? Oder lag der da schon die ganze Zeit und ich habe nicht geblickt? Spukmonster hier, die gehen mir richtig auf den Ei. Die gehen mir richtig auf den Sack.
Jawohl. Noch so eine alte Puppenscheiße hier. Ach, jetzt sammle ich das Bild. Ein Teil des Fotos. Ich muss die übrigen Teile finden. Das ist ja mal was anderes. Cool. Nice. Gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal, ne? Wow.